Die beste Weise, sich um die Zukunft zu kümmern, besteht darin, sich sorgsam der Gegenwart zuzuwenden. Thich Nhat Hanh. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselfs, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Heute, passend zu unserer Folge rund um die Katzen, haben wir ein ganz tolles Rezept für dich bzw. für deine Katze. Ich habe es mal ganz frei frisches Örtchen getauft, denn ein duftendes Katzenklo trägt ja auch zum natürlichen Wohlbefinden einer Katze bei. Und das umweltfreundliche, gut absorbierende Katzenstreu sollte immer sauber sein. Und da sind natürlich ätherische Öle ganz fantastisch, um Gerüche ganz effektiv und nachhaltig zu entfernen. Ja, und was du dazu brauchst, ist eine Tasse Kaisernatron und lediglich 1 bis 3 Tropfen ätherischem Öl, je nachdem, was deine Katze mag. Du nimmst das Natron, gibst es in ein Schraubglas, tropfst die Öle hinzu, verschließt es, schüttelst es gut durch und dann kannst du den Boden des Katzenklos bestreuen. Darüber kommt dann dein Katzenstreu und immer nach dem Reinigen mit der Streuschaufel kannst du ein wenig dieser Mischung zur Auffrischung einfach drüber streuen. Ja, und welche Öle könnten vielleicht ganz wundervoll sein für deine Katze? Der Duft von Copaiba unterstützt die Gelenke. Eine Ölmischung für die Verdauung kann natürlich bei Parasiten ganz hilfreich sein. Und Weihrauch schenkt innere Ruhe und auch eine gewisse Art von Sicherheit. Ja, ganz viel Freude mit diesem Rezept. Ich finde es ganz wichtig, dass Katzenklos immer schön sauber und am besten gar nicht riechen. Ja, wenn du auch ein Rezept für uns hast, dann schicke es uns gerne an aromalogie.podcast@gmail.com. Und wenn wir dein Rezept erhalten, dann packen wir es auch in eine unserer zukünftigen Folgen. Und als Dankeschön erhältst du von uns natürlich eine ölige Überraschung. In diesem Sinne, ganz viel Freude mit der neuen Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und ja, wir haben noch eine Episode für dich aus der Reihe Richtig oder Falsch. Und heute sprechen wir darüber, ob du ätherische Öle bei Katzen anwenden darfst. Denn das ist auch sowas, was immer wieder aufkommt, dass ätherische Öle für Katzen angeblich giftig sind. Und wenn du 1, 2 oder mehrere Katzen zu Hause rumspringen hast, dann solltest du jetzt gut aufpassen. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Und ja, das ist definitiv ein heiß diskutiertes Thema immer wieder. Und wir können es natürlich direkt schon aufdecken. Also es ist falsch, dass man auf gar keinen Fall ätherische Öle verwenden sollte. Was wichtig im Generellen, besonders bei Katzen als Tiere, Haustiere zu beachten ist, dass man einfach ein Wissen hat, wie man ätherische Öle sicher anwendet. Und ganz, ganz, ganz wichtig, generell wichtig, bei Katzen umso wichtiger, ist die Qualität und die Reinheit der verwendeten Öle. Ja, und ich würde sagen, darüber sprechen wir heute noch ein bisschen und geben ein paar Tipps und Tricks an die Hand, was man denn Schönes machen kann und ja, weshalb es manche Öle gibt, wo man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Ja, vielleicht können wir erstmal sagen, ich bin nämlich so gar nicht der Katzenfan, ich bin so Hunde- und Pferdetyp. Ja, ich bin auch Team Hund. Ja, bist auch Team Hund, okay. Aber nichtsdestotrotz, wir lieben natürlich alle Tiere. Vielleicht können wir erst mal sagen, was ist denn da der Mythos? Also wie kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, für Katzen nicht? Also ist das, soll das giftig sein oder was ist das Problem? Ja, man sagt einfach ganz oft, dass ätherische Öle toxisch bzw. auch tödlich wirken können. Und es gibt den Mythos, dass Teebaumöl auf gar keinen Fall anzuwenden ist bei Katzen. Da kann man dazu sagen, dass das nicht ganz so stimmt, denn
Man darf da wieder, da weise ich auf das Zweite, was ich eben schon genannt habe, auf die Qualität und die Reinheit der verwendeten Öle einfach achten. Denn ja, jedes Öl, das nicht nach einem therapeutischen Standard hergestellt wird und potenziell synthetische Stoffe enthalten könnte, ist pures Gift für Katzen. Denn sobald es synthetisch ist, Finger weg davon, es kann toxisch oder sogar tödlich sein. Und genau darum geht es auch dann in den Fällen, wo oftmals Teebaumöl erwähnt wird. Da muss man einfach ganz besonders darauf achten, dass die Öle, die wir verwenden wollen und auch im Zuge vielleicht direkt auch mit Katzen verwenden wollen, dass sie einfach ganz rein sind und dass das nichts Gepanschtes ist und dass es keine Duftöle sind. Und da musste ich direkt auch, als ich für mich da noch viel mehr drüber gelesen habe, daran denken, all diese Duftstäbchen, Räucherstäbchen und auch diese Plug-ins, ja, entweder für in die Steckdose oder diese Dinger, die man irgendwo aufstellen kann und dann machen die immer wieder so pfft, ja, ja. Das ist pures Gift für Katzen. Aus dem China-Laden. Genau, wer das in irgendeiner Form zu Hause hat und Katzen hat, da kann ich wirklich nur appellieren, bitte schmeißt das Zeug weg. Ja, genau. Und ja, da ist dann so die Frage, ja, warum können denn bestimmte ätherische Öle einfach toxisch sein? Also so Öle wie zum Beispiel Gewürznelke, Zimt, Oregano oder Thymian, die haben einfach einen unwahrscheinlich hohen Gehalt an Phenol und die sollte man nicht verwenden oder wenn nur in ganz, ganz starker Verdünnung. Und das liegt daran, weil den Katzen ein ganz bestimmtes Enzym fehlt. Das Enzym heißt Glucuronyltransferase. Ich muss es ablesen. und dadurch, dass dieses Enzym fehlt, können eben chemische Verbindungen wie Phenole oder Ketone nicht effektiv über die Leber und die Nieren verstoffwechselt werden und dann eben ausgeschieden werden. Das heißt, besonders bei Katzen ist weniger mehr und man darf eben bei bestimmten Ölen aufpassen. Das gilt dann auch, also auch fürs Diffundieren, ne? Also nicht nur, wenn ich das direkt auf der Katze quasi auf dem Fell anwende oder so, sondern auch, wenn ich das in der Luft habe. Ja, genau, da kommen wir schon im Prinzip zu dem Thema, wie kann ich sie denn anwenden? Ja, also ja, ich kann auf jeden Fall ätherische Öle im Diffuser verwenden. Da würde ich dann eher, wenn ich so Sachen wie Öle oder Ölmischung, wo eben Zimt und Nelke drin ist, die eventuell dann in Intervallen verdampfen lassen. Also nicht komplett durchlaufen lassen. Und was ganz wichtig ist, allerdings generell bei Haustieren, dass wir dem Tier immer die Möglichkeit geben, den Raum zu verlassen. Ja, also, dass die Türen offen stehen, dass eine Katze die Möglichkeit hat, dann aus dem Raum zu gehen, dass auch regelmäßig einfach gelüftet wird, ist wichtig. Und dass ich vielleicht, also man wird es merken, wer Katzen hat. Und ich kenne viele Freundinnen, die haben Katzen und benutzen ätherische Öle. Die legen sich teilweise auch neben den Diffuser, wenn ihnen das gut tut. Ja, also Tiere sind ja sehr intuitiv und ich meine, die haben ja so feine Nasen. Wenn denen was nicht gefällt, dann gehen die. Und dass sie einfach die Möglichkeit haben, gehen zu können. Gehen. Mhm. Ja, also wenn ich dann so um die Weihnachtszeit Thieves diffundiere, dann fällt mir nicht die Katze tot von der Couch, weil das in der Luft ist. Okay, gut zu wissen. Ja. Und was kann ich noch machen? Also wie kann ich sie auch in Bezug auf die Katzen anwenden? Ich kann ätherische Öle auch in meine Hand geben, sie verreiben in meiner Hand und auf das Fell streichen. Manchmal reicht es auch nur, wenn ich es sozusagen in die Aura einfächere, weil die Katzen ja einfach auch so gut riechen. Und es gibt ganz wundervolle Öle, die Katzen auch sehr, sehr gut finden, wie zum Beispiel Copa Iba oder auch Elemi, das ist ja eine Weihrauchart, Geranie, Immortelle, die römische Kamille, auch Lavendel, Rosmarin, Weihrauch oder auch Zedernholz. Jedoch auch da immer lediglich, wenn die Qualität stimmt. Also, dass ich keine Parfümöle oder irgendeine Parfümqualität da habe, sondern wirklich Öle, die ja eine Reinheit aufweisen, wo ich weiß, da ist nichts anderes drin, da ist nichts Synthetisches drin. Mhm.
Ja, und das gilt ja auch wirklich nicht nur für Katzen, ne? Sondern das sollte ja auch für uns oder für alle anderen Haustiere selbstverständlich sein, dass du immer guckst, dass das nichts Synthetisches und nichts Zusammengepanschtes ist. Genau. Ja. Ja. Was natürlich bei Katzen einfach noch krasser, weil, wie gesagt, dadurch, dass ihnen das Enzym fehlt, fallen die dann vielleicht halt doch schneller um. Also okay. Ja. Darf man wirklich besonders Obacht haben. Ja. Gut, man kann ja auch gerade bei den Ölen, die du jetzt genannt hast, wenn man das weiß und sagt, okay, das ist jetzt vielleicht dann nicht unbedingt so dann mein Favoritenöl, wenn gerade halt die Katze mit mir auf der Couch liegt und kuschelt, dann machst du halt in dem Fall was anderes rein. Genau, da kann man ja einfach ein bisschen bewusster sein. Und ansonsten sind auch Blütenwässer ganz wundervoll für Katzen. Wie zum Beispiel ein Rosmarinblütenwasser ist ganz toll, auch wenn es so um Flöhe, Zecken oder andere Plagegeister geht, dann kann ich mir das in die Hand sprühen und kann das entgegengesetzt der Fellwuchsrichtung streichen und kann so meinem Tier einfach was Gutes tun. Oder das Katzenklo, also für mich ist es, wenn ich bei Leuten zu Besuch bin und die Katzen haben und da finde ich immer das Katzenklo. Ja, das ist eklig. Ist einfach eklig. Ja. Ja. Da gibt es natürlich schon unterschiedliches Streu. Hoffentlich ist da wird natürliches Streu verwendet. Eine Freundin von mir verwendet Tatsache Pellets, weil das ganz natürlich ist. Und sie sagt, das ist einfach mega, weil das auch so geruchsabsorbierend ist. Was wir allerdings tun können, weil auch Katzen lieben ein sauberes Katzenklo. Sie sind ja sehr rein, das wissen wir ja. Ich meine, die putzen sich den ganzen Tag. Wir können hergehen und das ist auch mit in unseren Shownotes als Rezept der Woche drin, dass wir einfach Natron in ein Glas geben, ein ätherisches Öl reintropfen, was die Katze auch sehr gerne mag, und das dann schütteln und einfach auf den Boden streuen und dann eben das Katzenstreu drüber. Also das ist wirklich... Ah, du meinst auf dem Boden von dem Katzenklo und dann das Streu? Genau. Mhm. Okay. Also ja. Das ist ganz wundervoll. So kann man den Tieren natürlich Gutes tun. Und ja, Tipps, welche Öle genau das sein können, haben wir ja mit im Rezept schon drin. Also da kann man natürlich auch gucken, wie kann ich die Katze unterstützen. Ja. Mit unterschiedlichsten Ölen. Ja. Ich glaube, das hast du vorhin auch so schön gesagt, dass Tiere da sehr intuitiv sind und dass man das auch die Katze so ein bisschen auswählen lassen kann. Also wie gesagt, ich bin kein Katzenexperte, aber bei Hunden und Pferden weiß ich, die reagieren sehr schnell darauf. Was mag ich nicht? Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Katzen mindestens genauso gut funktioniert. Also quasi die Katze auch ein bisschen aussuchen lassen. Was hätte sie denn gerne? Ja, wir sind ja sowieso, ich meine, der Katzen hat, der weiß das. Wir sind ja eher die Bediensteten der Katze. Ja. Also von daher dürfen die sich selbst das aussuchen, was ihnen gut tut und nicht. Sie werden dann einfach weggehen. Ein ganz wundervolles Buch, das möchte ich gerne erwähnen. Generell für jemand, der Tiere hat und besonders auch für Katzen, weil da gibt es ein ganzes Kapitel drüber, ist Duftmedizin für Tiere von der Maria Chastain. Wir packen es auf jeden Fall mit in die Shownotes rein. Und hier ist ein ganz toller Abschnitt auch darüber drin, warum wenden Tierärzte und Heilpraktiker ätherische Öle an? Das finde ich ja auch immer ganz spannend, dass man ja auch sich mit einem Tierarzt oder einem Tierheilpraktiker verbinden kann, wenn man auch alternativer unterwegs ist, ganzheitlicher. Und hier steht ganz wundervoll, authentisch ätherische Öle stammen aus der Natur. Sie haben zu ihrer Herstellung kein Labor gesehen. Sie werden kunstvoll nach uraltem Wissen aus Blumen, Sträuchern, Bäumen, Wurzeln und Samen destilliert. Und dabei werden die besten Anbau- und Erntezeiten sowie die Lagerung des Pflanzenmaterials vor der Destillation genau eingehalten. Auch trägt die korrekte Destillationszeit, die von Pflanze zu Pflanze verschieden ist, ausschlaggebend dazu bei, ein ätherisches Öl höchster Qualität zu erzeugen. Sie sind um ein Vielfaches stärker als Kräuter und besitzen einfach regenerierende Eigenschaften der Pflanzen, einschließlich ihrer körpereigenen Immunkräfte. Und dementsprechend, ja, können sie die Sauerstoffzufuhr in der Zelle erhöhen. Sie haben ja auch die Möglichkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu überqueren. Also das sind ja alles Dinge, über die wir ja auch schon ganz oft gesprochen haben. Und das nutzen einfach Tierärzte und Heilpraktiker. Ja, cool. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe zwar keine Katze, aber wenn ich eine hätte, würde ich mich jetzt freuen. Genau, ja, also wie gesagt, das Buch verlinken wir, da sind ganz tolle Tipps und Tricks noch drin darüber hinaus und ja, dementsprechend ein klares Ja, wir dürfen ätherische Öle verwenden, wenn wir
wissen, wie wir sie sicher anwenden und wenn die Qualität stimmt. Was vielleicht noch so zum Abschluss ganz spannend ist, dass es viele Katzen gibt, die keine Zitrusöle mögen. Das fällt auch immer wieder auf. Ja. Weil mögen sie halt einfach nicht. Die mögen das nicht, okay. Die gehen dann auch aus dem Raum. Allerdings, okay. Ja, im Diffuser kann man sie auch definitiv anwenden. Trotzdem benutzen. Okay, cool. Dann, glaube ich, ist das wieder eine schöne weitere Folge gewesen aus der Serie Richtig oder Falsch. Genau, und solltest du jetzt hier ganz neu dazustoßen, wir haben eine kleine Miniserie gemacht zu Mythen rund um ätherische Öle, also Dinge, die einen vielleicht in irgendeiner Form beschäftigen, wo man gehört hat, dass man ätherische Öle auf gar keinen Fall in irgendeiner Form verwenden kann. Und dann kannst du gerne nochmal in die anderen drei Folgen reinschauen. In dem einen geht es um Schwangerschaft, bei dem anderen unter anderem um die innere Einnahme. Und ja, vielleicht inspiriert dich das ein wenig, um ein bisschen mutiger auch zu sein. Und ich glaube, deswegen ist es auch so schön, dass wir den Podcast hier haben, dass wir eben mit an die Hand geben können, wie kann ich sicher ätherische Öle verwenden und eben ja ein bisschen Augenmerk darauf haben, über diese Qualität, weil es einfach so unwahrscheinlich wichtig ist. Ja, gut. Dann viel Spaß beim Hören und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an. Du möchtest gerne mit den Ölen direkt starten und 24% sparen? Dann schau gleich in die Shownotes. Dort haben wir alles für dich verlinkt. Und zum Schluss noch eine Bitte, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn und hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Bis bald und Oil on!